Hey, du willst alles in GTA 5 besitzen? Dann hole dir auf cynicsmods.com unsere GTA 5 Pakete und werde mit unserer Hilfe einer der reichsten Spieler. Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Cinevillisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und in diesem Video zeige ich euch einen Solo Unlimited Money Glitch, wo ihr euch verglitschen müsst und nach dem Verglitschen dann ein Fahrzeug nach dem anderen duplizieren könnt. Für das Verglitschen braucht ihr ein bisschen Geld. Aktuell durch die Angebote, die gerade aktuell... Ne, die Angebote sind nicht mehr. Heute ist ja Donnerstag, die sind nicht mehr. Ihr braucht ca. 1,2 Millionen fürs Verglitschen. Aber ihr habt das Geld auf jeden Fall danach wieder drin. So, was braucht ihr noch? Ein MOC. Im MOC einen kostenlosen Elegy im persönlichen Lagerplatz. Dann braucht ihr klar einen Bunker. Dann braucht ihr noch eine Firmengarage, also ein CEO-Gebäude mit Firmengarage. Und in der Firmengarage eine Tuning-Werkstatt. Und ihr solltet noch Platz haben, also freie Stellplätze an Anzahl, wie ihr Kopien machen wollt. Das heißt, wenn ihr jetzt 10 Duplikate machen wollt, braucht ihr natürlich 10 freie Stellplätze. Und ihr braucht ein bewaffnetes Fahrzeug. Ich mache das Ganze hier jetzt mit meiner Vigilante. Ne? Ihr könnt natürlich auch ein Deluxo nehmen oder ein Oppressor oder Ardent. Irgendwas bewaffnetes. Ne? So, habt ihr, by the way, wie gesagt, ihr kauft euch jetzt erst einmal einen kostenlosen Elegy in eure mobile Kommandozentrale. Ich meine, ich habe gerade noch einen drin stehen. Ja. Ihr kauft es jetzt auf jeden Fall rein. So, wenn ihr das dann gemacht habt und euer Elegy ist da, dann geht jetzt auf Warstock, geht auf eure mobile Kommandozentrale, Position 3 macht ihr ein leeres Modul und bei Position 2 Waffen- und Fahrzeugwerkstatt, ne? Wie gesagt, es kostet jetzt ein bisschen Geld, aber ihr habt das Geld ja wieder drin. Ihr seht jetzt 955.000. So, kaufen. So, habt ihr das dann gemacht, fahrt ihr jetzt mit eurem Fahrzeug in euren Bunker rein. Wenn ihr sagt, hey, ich will kein Geld ausgeben, es gibt noch eine Pisswasser-Variante von dem Glitch, den habe ich schon vor einigen Monaten hochgeladen. Na, aber das ist ein bisschen ekelhaft, der Timing-Part. Nur so nebenbei. So, seid ihr jetzt mit eurem Fahrzeug in eurem Bunker, fahrt jetzt damit ganz einfach nur in euren MOC. Ganz einfach nur, zack, rein. So, ihr wartet jetzt, bis ihr drin seid. Und jetzt, wenn ihr in eurem MOC seid und habt das Tuningsmenü, geht jetzt her und joint eine random Person nach. In einem anderen Zielmodus. Die Person muss nicht wissen, dass ihr sie gerade für den Glitch ausnutzt. Einfach, wie gesagt, eine random Person nachjoinen. So, ich suche da kurz jemanden. Meine Freundin ist nämlich gerade auch am GTA zocken und ich weiß, dass sie in einem anderen Zielmodus ist. Deswegen einfach nur jemanden nachjoinen. Die erste Meldung bestätigen, die zweite Meldung ablehnen. Jetzt joint ihr der Person erneut nach. Erste Meldung bestätigen, zweite ablehnen. Und jetzt geht ihr, wenn ihr im Tuningsmenü seid, einmal zurück. Und jetzt geht er auf mobile Kommandozentrale verlassen. Ihr erkläre euch jetzt, was ihr machen müsst, weil es muss jetzt auch schnell gehen. Ihr drückt mobile Kommandozentrale verlassen, der Bildschirm wird schwarz. Dann joint ihr sofort die Person erneut nach, drückt einmal bestätigen, einmal ablehnen und spammt dann Steuerkreuz rechts. Ich gucke, dass ich jetzt das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Also wir drücken jetzt verlassen, so, nachjoinen, X, Kreis, Spam. So. Und jetzt habt ihr wieder euer Tuningsmenü hier und seid mit eurem Vigilante dort oder mit eurem Fahrzeug. Jetzt geht ihr her und geht auf Bunker verlassen. So, ihr wartet jetzt, bis ihr draußen seid. So, ob der Glitch funktioniert hat, seht ihr, wenn ihr jetzt versucht, eure Karte aufzumachen. Ihr werdet sehen, es funktioniert nicht. Ne? Sehr schön. Jetzt müsst ihr zu einer besagten Location gehen, nähe Los Santos Custom in der Stadt. Ich blende euch hier jetzt kurz ein Bild ein. Dort müsst ihr hingehen. Ne? Aber bevor ihr das Ganze macht, geht ihr wieder auf euer Internet. Geht dann auf Warstock. Geht jetzt auf euer MOC.
Position 2 macht dir jetzt ein leeres Modul. Position 3 holt dir jetzt ein Lager für persönliche Fahrzeuge und kauft das Ganze. So. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr an die besagte Location mit eurem MOC. Das würde ich jetzt cutten und dann, wenn ich in der Nähe von der Location bin, zeige ich euch, wo ich mich genau befinde. So, ich zeige euch jetzt erst einmal, wo ihr hin müsst. Und zwar habt ihr hier den Los Santos Custom in der Stadt. Ihr seht es ja hier, Rockford Plaza und bla bla bla. So, ihr fahrt jetzt einfach nur hier runter zum Aguri Insurance, ne? Also dieser Versicherung hier. Und dort einfach nur nach rechts. Und dann habt ihr hier das Krankenhaus. Und hier parkt ihr euch. Hier parkt ihr jetzt euer MOC hier unter die Unterführung. Parkt aber am besten so, dass euer MOC halt nicht mehr weiterfahren kann, ne? Ihr seht's. By the way, kleiner Fun Fact. Ich höre heute zum ersten Mal hier Kult FM. Also der Sender ist übelst geil. So, machen wir mal mit dem Glitch weiter. Habt ihr jetzt euer MOC hier so geparkt, dass ihr nicht mehr weiterkommt? Dann steigt jetzt aus dem MOC aus und holt jetzt das Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt. Ich empfehle euch, den Easy zu nehmen. Also, oder irgendein anderes Arena-Fahrzeug. Wenn ihr jetzt keins zur Hand habt, dann nehmt jetzt einfach nur ein LG Retro Custom oder Karin Sultan RS, weil ein Supersportwagen wird euch im Endeffekt nichts bringen oder ein Deluxo ebenfalls nicht. Deswegen könnt ihr euch eigentlich die Kommentare sparen, ob es auch mit einem Deluxo oder sonst etwas geht. Ja, es geht, ihr könnt die Fahrzeuge duplizieren, aber dann nicht für viel Geld verkaufen. So, ist dann euer persönliches Fahrzeug da, welches ihr duplizieren wollt. Dann parkt ihr dies jetzt ganz einfach nur hinter eurem MOC. Ne, so. Einfach parken. So, ihr steigt aus, macht jetzt euer Interaktionsmenü, geht auf Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug fernsteuern und macht den Motor an. Ihr könnt auch, wenn ihr Bock habt, noch die Türe auflassen, wie ihr wollt. So, ihr steigt jetzt in euer MOC ein. Das muss jetzt schnell gehen, was wir jetzt machen, ne? Ihr steigt in euer MOC ein, haltet die Steuerkreuztaste nach rechts gedrückt, steigt aus, rennt zu eurem Fahrzeug und spammt dann Steuerkreuz rechts und X. So, ihr bekommt dann einen schwarzen Ladebildschirm. So, seid ihr dann wieder nach dem schwarzen Bildschirm an eurer oder auf der Straße gespawnt, ne? Dann müsst ihr jetzt nur noch zu eurem Nachtclub fahren. Also ihr habt einen schwarzen Ladebildschirm, werdet nicht in eure MOC gezogen, sondern spawnt wieder auf der Straße, halt hinterm MOC, also nicht im MOC. Dann müsst ihr jetzt einfach nur noch eins machen, das machen wir jetzt, wenn ich weiß, wo ich es habe. Hier. So. Ihr fahrt dann jetzt einfach nur ganz easy mit dem Fahrzeug zu eurem Nachtclub, sage ich schon, zu eurer Firmengarage. Ne? Das machen wir jetzt schnell zur Firmengarage. Und fahren dort dann in die Garage rein, wo ein freier Stellplatz ist. Hier. Ihr dürft auf jeden Fall nicht die Meldung bekommen, der Stellplatz, also ne, die Garage ist voll. Die Meldung dürft ihr nicht bekommen. So, ihr wartet jetzt, bis ihr dann rein seid. So. Und wenn ihr jetzt dann hier gespawnt seid, dann steigt ihr jetzt, ne, wenn ihr weiter glitschen wollt, kauft ihr euch jetzt ein LG in euer MOC rein. Das machen wir jetzt schnell. LG. Bam. So, habt ihr einen LG reingekauft? Dann fahrt ihr jetzt damit ganz einfach nur in die Tuning-Werkstatt. Ganz einfach nur in die Tuning-Werkstatt. So. Ihr ändert jetzt einfach irgendwas an dem Fahrzeug.
könntest Nummernschild ändern, was weiß ich. So. Und dann, wenn ihr weiter... So, wenn ihr jetzt fertig habt mit dem Glitchen, dann passt es. Wenn ihr weiter glitchen wollt, geht jetzt einfach nur auf Immobilie verlassen. So. Und fahr dann damit zu eurem MOC zurück. Ihr werdet sehen, dass euer MOC, also euer Auflieger, auf der Straße steht und eure Zugmaschine dann wieder unter der Brücke da. So, ihr seht's. Hier steht eure MOC und hier eure Zugmaschine. Und wenn ihr jetzt weiter glitschen wollt, dann müsst ihr jetzt ganz einfach nur wieder den Part mit dem MOC hier erneut machen. Eigentlich ganz simpel und jedes Mal halt dann immer ein Elegy reinkaufen. Weil wenn ihr das nicht macht, klar, dann funktioniert der Glitch nicht und ihr müsst auf jeden Fall immer was an dem Fahrzeug ändern in der Tuning-Werkstatt, weil sonst, wenn ihr dann das Spiel neu startet, ihr ein Elegy habt. Ne? Dann würde ich sagen, an der Stelle bin ich raus. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, gerne auch ein Abo. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann werdet doch gerne Kanalmitglied. Könnt ihr schon ab 99 Cent im Monat. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.